Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem die Ständige Impfkommission gestern ihre endgültige Empfehlung zur Priorisierung bei der Impfung veröffentlicht hat, ja auch nach vorheriger Einordnung durch die Leopoldina und den Deutschen Ethikrat, nachdem wir die Stellungnahmen der Länder und der Ressorts ausgewertet haben und auch die Debatten des Deutschen Bundestages gestern und vorgestern, werde ich heute die Impfverordnung unterzeichnen. Mit dieser Verordnung regeln wir, wem wann das Angebot zu einer Impfung gegen das Coronavirus gemacht wird. Anspruchsberechtigt sind generell alle, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder sich hier längerfristig oder regelmäßig aufhalten oder auch beispielsweise in der Pflege, in bestimmten Einrichtungen im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten, aber nicht in Deutschland wohnen. Wir können aber zu Beginn der Impfung, und das ist wichtig, wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff. Deshalb müssen wir priorisieren. Und genau das oder auch das wird mit dieser Verordnung geregelt. Wir werden dabei zuerst denjenigen einen Schutz anbieten, die ihn auch besonders benötigen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen sowie denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern. Das folgt der traurigen, der bitteren Erkenntnis, dass trotz aller Schutzkonzepte das Risiko auch in den Pflegeeinrichtungen nicht auf Null gebracht werden kann, dass es zu Infektionen kommt. Und wenn dieses Virus einmal in einer Pflegeeinrichtung ist, dann dort eben auch brutal zuschlägt. Und vor allem Hochbetagte haben ein sehr, sehr großes Risiko, wenn sie sich infizieren, dass es zu einem schweren, schwersten oder gar tödlichen Verlauf kommt. Jeder zweite Todesfall mit oder an Corona in Deutschland ist bei einem über 80-Jährigen. Das zeigt eben, dass das Risiko insbesondere mit dem Alter zusammenhängt, in dieser Altersgruppe besonders hoch ist. Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne. Zur Wahrheit gehört, dass wir mindestens 1 bis 2 Monate brauchen werden, bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen. Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. Das heißt für uns alle, der Winter wird noch lang. Wir werden noch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen. Aber das heißt eben auch, es gibt Hoffnung. Wenn mehr Impfstoff geliefert werden kann und es wird Zug um Zug in den nächsten Wochen mehr werden, es wird Stand heute auch zusätzliche Zulassungen geben können, dann werden sich auch immer mehr Menschen auch in Deutschland schützen können. Ich möchte uns alle aufrufen, besonnen mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Länder am voraussichtlich 27. Dezember mit den Impfungen beginnen, ist das Angebot zuerst begrenzt und die Reihenfolge klar definiert. Zuerst die Pflegeeinrichtungen, die dort leben und die dort beschäftigt sind und die über 80-Jährigen. Deswegen bitte ich alle anderen Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Ich bitte Sie darum abzuwarten, bis auch Sie an der Reihe sind. Wir beginnen zuerst mit den Älteren, den Hochbetagten, denjenigen, die Sie pflegen und betreuen, um genau diese besonders Verwundbaren zu schützen.